11. Mai. Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben. Laut Anklage soll ein zur Tatzeit 53-jähriger Mann seine beiden Kollegen heimtückisch aus nächster Nähe mit einer Schusswaffe getötet haben. Heute Morgen hat im Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen den Angeklagten begonnen. Direkt nachdem die Anklageschrift vorgelesen wurde, hat man bereits gemerkt, wie emotional dieser Prozess ist. Denn der Angeklagte musste Angaben zu seiner Person machen. Dort hat man bereits gemerkt, dass die Angehörigen der Verstorbenen mit den Tränen zu kämpfen hatten und sehr betroffen waren. Der Angeklagte an sich war sehr neutral bei seinen Äußerungen, hat dabei vor allem seinen Gesundheitszustand in den Vordergrund gestellt. Der Angeklagte ist türkischer Staatsangehöriger und 2001 nach Deutschland gekommen. Laut eigenen Angaben musste er diverse Jobs kündigen, da er mehrere Herzinfarkte erlitten hat. Zuletzt hat der Angeklagte bei einem Logistikunternehmen gearbeitet. Dort war er noch in der Probezeit. Die beiden Männer, die er erschossen hat, waren Vorgesetzte des Angeklagten. Die Nebenkläger erhoffen sich natürlich, dass ihre Fragen beantwortet werden. Warum es zu dieser Tat gekommen ist? Warum zwei Familien zerstört werden mussten? Was ist dort passiert? Was war die Motivation? Es steht im Raume, dass es einen Streit auf der Arbeitsstelle gab. Die beiden Getöteten waren ebenfalls Türken. Der Angeklagte soll ein Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan sein. Seine Vorgesetzten hingegen regierungstreu. Sie hätten ihn immer wieder gemobbt. Er hätte deshalb Angst um seinen Job. Bei einer Kündigung müsste er Deutschland verlassen und wieder zurück in die Türkei. Dort sollen aufgrund seiner politischen Haltung aber mehrere Verfahren gegen ihn im Gange sein. Am 11. Mai gab es wieder Streit über seine Arbeit. Der Angeklagte behauptet, eines der Opfer habe gesagt, er müsse morgen nicht mehr kommen. Die Erklärung von ihm, die muss ich streckenweise als Schutzbehauptung bewerten, weil die Angaben dort, dass er sich bedroht gefühlt habe von Befürwortern des Staatspräsidenten Erdogan und dass er deswegen eine Waffe mit sich geführt habe seit Januar, ist schlichtweg nicht verständlich. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich der Angeklagte die Pistole illegal beschafft hatte. Einen Waffenschein besaß er nicht. Im Laufe des heutigen Prozesses gesteht der Angeklagte, seine beiden Vorgesetzten erschossen zu haben. Über einen seiner Anwälte ließ er mitteilen, er bedauere die Tat und würde die Zeit am liebsten zurückdrehen. Auch das Ende des Prozessauftaktes war für die Angehörigen sehr emotional. Als der Angeklagte den Raum verlassen hat, sind lautstarke Schreie in seine Richtung gefallen und es sind sehr viele Tränen geflossen. Stand jetzt wird der Prozess am 21. November fortgeführt. Mit einem Urteil wird frühestens in 2 Monaten zu rechnen sein.